Kannst du ein Bier nehmen. Ja. Jonas? Ja? Ich habe 3-0 gewonnen in der Leiter. Ja, warte. Das geht auch direkt los. Geht's dir nicht los? Kein Warm-up? Nichts? Okay. Und was ist das? Okay, direkt ein paar Knees auf jeden Fall. Okay, Roll-In mit einem Knee gecovert. Das ist der Stop, der das Ding kriegt. Jupp. Nein, bist du nicht in der Leiter? Bist du nicht in der Leiter? Ich bin dabei. Ich verstehe ich aber nur Secondary. Ah. Aber deswegen so wird es nicht wieder. Deswegen. Aber das Fenster muss ich verkehren mit Gegner. In der Leiter war noch frei durch. Also ja schon, aber ich denke, ich habe ihn. Willst du auch? Hey, nach so einem Set erstmal die Puff Peach. Nach so einem Set erstmal eine Puff Peach. Ja eben, deswegen, das muss doch nicht sein, ne? Das ist der letzte Matchup, was ich spielen will. Okay. Ich hab hier nämlich. Wer ist jetzt? Wer ist jetzt? Oh, das wird. Okay, das ist nicht das. Okay, bis. Bis irgendwann mal. Also zusammengefasst, Jan hat den Losers Run seines Lebens gemacht. Das ist erst in der zweiten Runde ausgeschieden von Dennis, ist aber Vierter geworden. Dennis ist halt währenddessen Fünfter geworden, Fünfter bis Sechster Platz. Hat gegen Maxi verloren, aber dafür gegen Jan gewonnen und gegen Konzi auch verloren. Next Trip ist auch 5. bis 6. geworden, hat gegen Jan verloren, gegen Ofis gewonnen, und gegen Maxi verloren. Maxi gewonnen, 3-2 ganz knapp, und gegen Arthur hat sie verloren. Warte, ist Maxi gegen Konzi, fehlt gerade 1-0. Für Maxi, für Konzi. Und Arthur währenddessen sitzt im Grand Final schon mal. Wartet auf den Gewinner. Das ist so das Wichtigste zusammengefasst. Thank you.
Naja. Vielleicht hast du gegen einen ziemlich weaken gespielt. Kriege ich dann keinen Punkt? Nee, ich glaube weniger. Aber es ist doch einfach ein Set, ein Punkt, oder nicht? Ich glaube nicht, ich weiß das aber nicht. Krass. Ich weiß halt nicht, was das für... Hat so angefangen mit der Watcher. Ja, habe ich gehört. Okay.
Oh. Oh, shit. Uptilt in die andere Richtung. In dem ersten Game, was ich mit Nick Strat gespielt habe, hat er mich auch bei 168 mit dem Uptilt gekillt. Er hat ihn grounded getroffen, wow. Kommst du abschließend mehr noch zu sein. Ah. Er war invincible wegen der Kante. Oh mein Gott, Randall. Oh! Was war ein Tipp? Oh, der hat. Genau, so muss man. No hesitation. Wenn ich eins von Dark Souls spielen würde, wäre Hesitation is defeat, aber das war nicht mal bei Dark Souls. Dark Souls das besser, war bei Sekiro. Dark Souls beste Spiel für den Aufspieler. Ist so. Immer. Literally wie Melee, nur gegen Computer, aber gegen so heftige. Gegen 20xx CPUs. Oh, Get Up ist der beste Move. Einfach angepunkt. Get Up Attack ist der beste Move. Ist wirklich so. Man ist bei der Get Up Attack immer da, wo man nicht denkt. Es ist wirklich so, er macht ja in beide Richtungen bei den meisten und es ist immer so, man ist immer genau in der falschen. Okay, okay. Das ist ein wichtiger Stop. Oh! Der Callout. Oh! Wow! Oh, ich dachte, er macht eine Sakurai-Kombo. Ja, dachte ich auch. Das war ein Brandy Becker auf Shield. Ja, aber er hat schon sehr deliberately gescheitert. Also ich weiß nicht, dass er die machen wollte. Das ist eine. Oh. Okay. Genau. Sakurai Combo, we take those. Au, au. Au. Ja, das ist gefährlich. Ja, voll. Ah, gewagt. Jetzt geht es für den Grab, ja. Oh, da wollte er scheinen gegen die Abwehr. Aber konntest du gutes Timing. Oh, das hätte Schein sein können. Jump schon. Muss ich overextenden. Oh, das ist es. Good days. Good days. Jetzt kommt das große Finale.